Hallo meine lieben Zuschauer, der Scholli begrüßt euch mal wieder ganz herzlich zu einem neuen Projekt. Ein Projekt, was für euch jetzt höchstwahrscheinlich recht unerwartet kommt. Ja, das ist gewollt. Ich habe es ganz bewusst geheim gehalten. Da ich es jetzt schon seit längerer Zeit in der Beobachtung habe und ich direkt damit anfangen wollte, wenn es released wird. Jetzt ist es endlich released und ich freue mich wahnsinnig, das Ganze mit euch zu erleben. Die Rede ist von Anna oder auch Anna, wie ihr wollt. Ein Horror-Point-and-Click-Adventure des italienischen Indie-Entwicklerstudios Dreampainters. Das Ganze ist insofern interessant, dass laut Entwickler dieses Spiel das Verhalten des Spielers analysiert und anhand dieser Verhaltensmuster das Spiel ändert und so den ganz persönlichen Albtraum kreiert. Und auch die Wege ändert. Ob das Ganze letztendlich so funktioniert, weiß ich nicht. Das müssen wir herausfinden. Muss ich herausfinden, denn das Ganze wird natürlich blind. Ein Horrorspiel nicht blind zu let's playen ist in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll. Noch ein paar Informationen für euch am Rande. Das Ganze gibt es noch nicht auf Steam, auch wenn es geplant ist. Ich habe das Ganze von Desua. Für die, die Desua nicht kennen, das ist auch eine Plattform für die Spieldistribution, so ähnlich wie Steam, nur halt spezialisiert auf Indie-Spiele. Dort gibt es dieses Spiel für 8 Euro. Ich habe es ein bisschen billiger bekommen, weil ich es vorbestellt hatte. Ich glaube, für 7,10 Euro war es. Nicht wirklich viel, also da kann man, glaube ich, durchaus zuschlagen. Weiß ich nicht, ob man zuschlagen sollte, das werden wir dann herausfinden. Ich glaube, das sollte auch erstmal Informationen reichen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es 3 Enden gibt. Mehr dann aber auch nicht. Achso, noch eine Sache. Das ganze Spiel ist komplett auf Englisch. Ich werde nicht alles komplett übersetzen. Boah, dieser Soundtrack schon. Das ist wunderbar. Aber gucken wir mal, wie ich das Ganze handhaben werde. Ich möchte die Atmosphäre auch nicht wirklich zerstören. Dementsprechend sollte das auch erstmal genug sein. Okay, wir starten direkt ein neues Spiel. Ich freue mich drauf. I still recall the ecstasy of the sun piercing through the trees. While our hours elapsed along with the chant of the wind blowing across the mountains. I hoped I had forgotten you forever and ever. Anna, my love. Und da sind wir auch schon, inmitten der freien Natur. Es ist das Haus, was in meinen Albträumen erscheint. Da gibt es keine Zweifel. Ich kann es genau beschreiben. Wie bin ich hier hingekommen? Ich fühle mich so, als ob ich in einer Art Trance bin. Aber jetzt bin ich wieder erwacht. Ich muss herausfinden, warum ich von ihr träume. Ich brauche dringend Antworten. Ja. So viel dazu, so viel schon mal zur Grundstory. Wir sind diese nette Herr und wir werden von Albträumen geplagt. Und deswegen hat es hier uns in diese italienische Provinz verschlagen. Warum ich weiß, dass es eine italienische Provinz ist? Ja, ich habe gelesen, dass dieses Spiel auf einer italienischen Legende basiert, die in dieser Provinz stattgefunden haben soll. Ich möchte diese Provinz nicht aussprechen, weil dann sterbe ich. Nein, ich kann es einfach nicht. Ich versuche es einfach mal. Val d'Ayas, ja, so heißt diese Provinz im nördlichen Italien. Darauf soll dieses Spiel basieren. Kann man sich ja vielleicht nochmal drüber informieren, wenn man sich dafür interessiert. So, zur grundlegenden Steuerung. Ich habe es mir vorher nochmal kurz ein bisschen angeschaut, damit ich nicht ganz planlos hier reingehe. Es ist typisch Point and Click. Wir haben ein Inventar. Das ist unser schickes Inventar. Wir haben hier einmal ein Feuerzeug, ein Messer, eine leere Feldflasche, ein Jotter, ich glaube, das ist so eine Art Tagebuch, und ein Mobile Phone, also zumindest schon mal die Grundausrüstung, die man haben sollte, wenn man sich in ein Horror-Adventure stürzt. Ja, da hat er sich zumindest schon mal gut vorbereitet. Er wusste, was ihn erwartet wahrscheinlich, ich weiß es nicht. So, und auch ganz Point-and-Click-Adventure typisch können wir auch die ganzen Sachen untersuchen mit Examen. Hier zum Beispiel das Feuerzeug. Es ist fast leer. Ja, ich habe nicht daran gedacht, das vorher aufzufüllen. Das ist nicht unbedingt intelligent, aber egal. Das Messer, ganz klar, Feldflasche, Mobile Phone für den Pannendienst und das ist das Tagebuch. Wir gucken uns mal das Tagebuch an. Examen. Es ist Wochen her, seit ich in mein Notebook geschrieben habe, seit ich es mit mir trage. Die letzten Notizen sind vor meiner Abreise entstanden. Kann ich denn lesen, was da drin steht? Use. Na? Oder ist das zum Speichern gedacht? Nein, ich kann es nicht benutzen. Ich weiß nicht, wie ein Tagebuch funktioniert!
Wie funktioniert dieses Teufelshandwerk? Ist egal. Gut. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Wir können auch ganz adventure-typisch hier sämtliche Sachen untersuchen, die wir finden. Hier ist dann so ein roter Kreis. Das ist ein Stapel von Felsen. Pick up! Das kann ich nicht tragen. Use. Ich kann es nicht benutzen. Examine. Da sind Blumen um diesen Felsenhaufen. Jemand muss diesen hier extra so zusammengebaut haben. Mhm. Ein kleiner Hinweis, der uns noch nicht wirklich viel sagt. Das ist, glaube ich, Vergissmeinnicht, oder? Würde ich meinen, das eine Bedeutung hat. Weiß ich dann auch nicht so genau. So, versuchen wir mal ins Haus zu kommen. Ich denke mal, das sollte unser oberstes Ziel sein. Hier ist zumindest schon mal die Tür. Das ist die Haupttür. Use. Sie lässt sich nicht öffnen. Dann nehme ich sie einfach mit. Nein, ich kann sie nicht tragen. Erkunden. Es ist die Haupttür für die Sägemühle. Sie ist verschlossen. Ach, das ist eine Sägemühle. Richtig. Das sieht man ja auch anhand dieser Mühle hier. Auch wenn sie ein bisschen ramponiert erscheint. Und man weiß ja nicht, was hier passiert ist. Revolate. Examine. Das Wasser ist sehr einladend. Es ist kristallklar. Und es macht mich durstig. Vielleicht können wir das Ganze ja mit unserer Flasche hier auffüllen. Probieren das Ganze mal. Use. Mit dem Wasser. Und tatsächlich, die Flasche ist gefüllt. Zumindest können wir jetzt schon mal nicht verdursten. Das ist schon mal praktisch. Ich weiß nicht, wie das Ganze ist, ob uns hier auch wieder Zombies erwarten oder dergleichen. Ich glaube, das Ganze ist mehr so psychologischer Horror. Also weniger Zombies, also weniger Amnesia. Also es wird wohl sehr mit Amnesia verglichen, auch wenn ich finde, dass das Ganze wohl dann doch in eine andere Kerbe schlägt. Was haben wir hier? Eine kleine Tür. Wir können übrigens uns auch ducken und crouchen. Das, ich weiß nicht, inwiefern das nachher noch wichtig ist, aber gucken wir mal, was hier drin ist. Use. Use? Das geht nicht. Ah ja. Da versperrt uns eine Art Band das Ganze. Das macht die Tür zu. Aber es sollte nicht so schwer sein, das zu zerschneiden. Ich hab doch ein Messer. Haha, pass mal auf. Messer. Use. Und zack. Und fertig, das Seil wurde entfernt. Na schön, gucken wir mal, was hier drin ist. Wir können auch mit der rechten Maustaste ganz einfach Türen öffnen. Ein sehr interessantes Geräusch. Was haben wir denn hier? Ein Ast. Ein Stock. Ihr wisst, was ich von Stöcken halte, ne, wenn ihr meine Let's Plays verfolgt. Stöcke sind die wichtigsten Utensilien, die man bei einem Abenteuer dabei haben muss. Erkunden. Ein trockener alter Ast. Er sieht sehr trocken aus. Use? Kann ich nicht benutzen. Ne? Hängt an der Wand fest. Aber ist hier irgendwas Tolles drin? Schauen, examine. Ich kann nicht sehen. Ich muss ein Licht finden. Na, Licht? Haben wir nicht ein Feuerzeug dabei? Wir haben ein Feuerzeug dabei. Probieren wir mal den Ast anzuzünden. Das Ganze funktioniert tatsächlich. Da liegt... Was ist das? Examine. Ein Splitter von einem ovalen Spiegel. Der Spiegel spiegelt sich im Licht und wird wärmer in meiner Hand. Kann ich den mitnehmen? Tatsache. Ein Spiegelstück. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber ist ja schon mal nicht schlecht. Was man ja bei diesen Spielen immer beachten muss, dass man wirklich jeden Scheiß mitnehmen sollte, nicht wahr? Darauf muss man wirklich achten. Hier, der Felsen vielleicht? Das ist ein Stück Geröll. Use. Nein, das kann ich benutzen. Examine. Das könnte nützlich sein, wenn wir kleine Tiere verscheuchen wollen. Ja. Wir wissen alle, wenn uns ein Eichhörnchen bedroht, dann haben wir Felsen dabei. Die bösen Zombie-Eichhörnchen. Ich weiß es ja nicht. Oh, hier liegt noch ein Ast. Ein Ast. Können wir den auch mitnehmen? Den können wir tatsächlich mitnehmen. Schön. Gut. Aber im Moment fehlt mir irgendwie noch der Anhaltspunkt, wie ich jetzt hier reinkomme. Weil hier ist ja alles zu. Vielleicht kann ich ja hier rein. Nee, sieht nicht wirklich so aus. Also die Tür ist bombenfest. Da kann ich auch nichts machen. Und ich mag die Musik. Die ist sehr atmosphärisch. Und wir sind hier wohl wirklich in so einer Art abgeschiedenen... Bergprovinz, würde ich jetzt mal nennen. Also, oh, was ist das? Das ist Schlamm. Use. Den Schlamm benutzen, um mir eine Schlammmaske zu verpassen. Nee, das geht nicht. Examine. Das Wasser ist dunkel und man kann nichts sehen. Der Boden des Teiches ist noch nicht mal sichtbar. Ob das von Bedeutung ist, ich weiß es nicht. Gut. Vielleicht kommen wir ja durchs Fenster rein. Als ich als alter Einbrecher... Nein, nicht wirklich, aber probieren wir es einfach mal.
Das Fenster ist verschlossen und verbarrikadiert. Dort ist kein Weg durch. Use. Ich könnte das Haus ja auseinanderbauen, so Minecraft-mäßig. Nee, das funktioniert wohl nicht. Hier vielleicht? Pick up, man. Examen. Auch dieses Window ist zu. Tja. Dann sollen wir uns... Was hat das mit diesen Steinhaufen auf sich? Müssen wir vielleicht um die Steinhaufen rumtanzen, so regentanzmäßig? Dann geht die Tür auf und dann kommt ein Zelda-Geräusch, ne? Das typische Zelda-Geräusch, ich weiß es nicht. Okay, und schon hänge ich fest. Das fängt doch gut an, nicht wahr? Aber das ist ja auch auf Rätsel basierend, dieses Spiel. Gut. Man, da ist noch ein Stein. Dann haben wir schon mal zwei Steine. Dann können wir uns fast schon Steinmann bauen und dann damit andere Leute erschrecken. Aufheben. Vielleicht können wir auch kombinieren. Ich weiß nicht, ob das Ganze sich hier kombinieren lässt. Zum Beispiel so MacGyver-mäßig kombinieren wir das Messer mit dem Stock und bauen dadurch dann eine Lanze. Ich weiß nicht. Use? Keine Chance. Nein. Der Typ ist nicht wirklich kreativ, beziehungsweise er lässt keine Kreativität zu, deswegen muss ich dann doch nochmal gucken. Mal hier nochmal gucken. Ist da vielleicht noch was drin? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht kann ich hier an den Ranken hochklettern oder die Ranken abschneiden oder... Vielleicht ist hier eine Axt oder sowas, damit ich die Tür einschlagen kann und... Oh! Das sind Tannenzapfen. Examen. Vor einigen Jahren haben die lokalen Bewohner diese benutzt, um Feuer anzuzünden. Ach so. Okay. Dann nehme ich die doch mal mit. Ach, die kann ich alle mitnehmen? Okay, dann nehme ich auch alle mit. Ja. Wenn die hier schon so schön liegen, dann nehme ich die natürlich mit. Vielleicht müssen wir ja irgendwo irgendwas anzünden. Auch wenn das für mich neu ist, dass man Tannenzapfen dazu benutzt, um Feuer zu entzünden. Aber wenn man nichts anderes hat, ne? Man könnte auch den Ast nehmen, aber den braucht man vielleicht für was anderes. Ich weiß es nicht. So, gut. Jetzt haben wir Eicheln. Oder, nee, Tannenzapfen. Was machen wir damit? Use. Auf den Boden legen können wir sie nicht. Gut, dann stecke ich die mal wieder ein. Zumindest haben wir da mal wieder was Neues gefunden. Ich habe ja so das Gefühl, dass wir irgendwas mit diesem Teich machen müssen. Das Wasser läuft ja durch den Fluss durch. Und ohne den Weg freizuräumen... Hier ist ein großer Felsen. Big Rock. Examen. Ein großer Felsen blockiert den kleinen Flussweg. Tja, haben wir da irgendwas? Mit dem Handy. Das mächtige Handy auf Doom. Gestockt vielleicht? So nach Hebelwirkungsprinzip. Use. Das funktioniert tatsächlich. Das ist ja toll. Und das ist immer noch dreckig. Muss ich vielleicht hier noch irgendwas machen? Vielleicht das auch noch aus dem Weg? Nee, das ist ja alles sauber. Moment, das fließt sauber hier hin. Und dann müsste es doch eigentlich hier wieder sauber rauskommen. Ah, da ist noch ein Felsen. Bei dem vielleicht auch nochmal. Use. Na, ich bin so clever. Nicht. Das Wasser ist jetzt sauberer. Und was liegt da? Das ist ein weiteres Spiegelfragment, ne? Das ist die andere Seite. Das nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir die ja zusammensetzen. Use. Hiermit. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nee, im Puzzeln ist unser... Ach, wir haben keinen Namen, ne, für unseren Hauptcharakter. Er ist Bert. Er ist Bert. Bert weiß nicht, wie man Spiegel zusammensetzt. Ja, das hilft uns aber immer noch nicht. Also... Vielleicht dieser Baum. Dieser Baum sieht sowieso komisch aus, ne? Das ist so ein verdorrter Baum. Das vermittelt schon mal nicht so eine ganz gute Stimmung. Vielleicht müssen wir damit irgendwas machen. Vielleicht müssen wir hier irgendwie den Baum anzünden, ne? Irgendwie... Vielleicht müssen wir hier dem Hausbesitzer Streiche spielen in der Hinsicht. Nee, leider nicht. Gucken wir uns die Wände nochmal genauer an. Hier habe ich alles mitgenommen. Hier habe ich auch soweit alles. Hier habe ich auch soweit alles. Wie könnte man denn hier... Examen. Eine wunderbare Schnitzerei. Auch wenn es simpel gehalten ist, ist es meisterlich kreiert. Das sieht doch ganz genauso aus wie diese Spiegelstücke, wenn ihr mich fragt. Kann man die da vielleicht einsetzen? Tatsache. Ich habe nicht verstanden, was du mir sagen wolltest. War das Anna?
Anna ist uns schon auf den Fersen. Ich glaube, Anna will uns töten. Oder Anna will uns vor etwas warnen. Oder Anna mag uns einfach nicht. Vielleicht will uns ja einfach nur zu Kaffee und Kuchen einladen. Ich weiß es nicht so genau. Das andere vielleicht noch einstecken? Das klingt nicht unbedingt positiv. Können wir jetzt reingehen? Nein, sie lässt sich immer noch nicht öffnen. Tja. Examen. Jetzt sieht es aus wie ein Auge, aber es hat keine Pupille. Ein finsteres Leuchten kommt von der Iris. Das heißt, wir müssen noch irgendwas finden, was einer Pupille ähnlich sieht. Und sonst kommen wir da nicht rein. Wäre jetzt meine Vermutung. Übrigens, für alle, die sich jetzt fragen, ich meine, dieses Spiel ist nun mal ein Rätsel-Point-and-Click-Adventure, auch wenn es auf Horror angelehnt ist. Es ist nun mal viel mit Erkunden und viel mit Herausfinden. Das sage ich schon mal im Voraus, also wenn das nichts für euch ist, dann solltet ihr vielleicht nicht weiterschauen. Hier liegt noch ein Stein. Das ist der dritte mittlerweile, ne? Oh Mann. Also jetzt können wir, jetzt sind wir ja quasi schon eine Felsen-Machine-Gun. Ne? Das ist super. Wahrscheinlich kommen jetzt hier gleich Wellen von Eichhörnchen, die wir alle mit dem Felsen bewerfen müssen. Und dann geht die Tür auf. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich irgendwas Pupillen-ähnliches finde. Vielleicht haben wir... Vielleicht können wir ja nochmal in unser Journal gucken. Vielleicht schreibt er ab und zu was rein. Nee, das ist genau dasselbe, was vorher auch schon da stand. Vielleicht hier nochmal. Nö, da ist soweit auch nichts. Okay. Diese Steinkombi... Vielleicht können wir die auch mit dem Stock wegbewegen. Use. Ja, das ging ja bei den großen Felsen. Wie kannst du das denken? Ich habe das gedacht, weil du eben diesen 20 Tonnen schweren Stein bewegt hast. Wieso da nicht diese kleinen Felsen? Da drunter ist bestimmt was ganz Tolles. Bestimmt irgendwas, was wir brauchen. Nee, das funktioniert aber nicht. Pick up. Nee. Die Steine sind definitiv zu schwer für ihn. Krafttraining hätte nicht geschadet. Aber gut, es ist schließlich Bert. Den Ast vielleicht mitnehmen? Nee. Können wir den abschneiden mit dem Messer? Ja, man muss ja nichts unversucht lassen, nicht wahr? So. So. Ach, komm schon. Use. Nee, das funktioniert nicht. Tja. Lass uns das mal genauer betrachten. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben Felsen. Vielleicht funktioniert der Felsen als eine Art Pupille. Nein, damit kann ich nur Tiere vertreiben. Aber das kommen ja momentan keine. Dann... Eine Eiche vielleicht, ja. Wir benutzen die Eiche als Pupille. Man weiß ja nicht. So, zack. Was, ernsthaft? Okay, das ist ja schon mal toll. Gucken wir mal. Use. Ich kann das nicht benutzen. Nein. Aber ich hatte ja gerade gelesen, dass man die anzünden soll, nicht wahr? Probieren wir das doch mal. Hüpp! Haha, ich habe dein Auge angezündet, Anna. Was sagst du dazu? Das war, glaube ich, schon mal der richtige Schritt. Wie viel, was man nicht alles tun muss, um seine Tür zu öffnen. Examen. Das Schloss. Das Schlüsselloch brennt. Ich muss es irgendwie ausmachen. Okay, das ist ja jetzt recht simpel. Ich denke mal, da können wir doch bestimmt die Flasche für benutzen, oder? Tatsache. So. Das ist immer noch an. Muss ich jetzt hier oben wieder ausmachen? Ja, ist da jetzt noch was drin? Du musst doch nicht alles benutzen, Beat. Ah, sie ist leer. Gut, dann füllen wir es nochmal auf. Sollte ja nicht weiter tragisch sein. So, auffüllen. Flasche ist gefüllt. Probiere ich mal oben nochmal auszumachen, auch wenn ich das irgendwie ziemlich schwachsinnig finde, wenn wir es gerade angezündet haben, es nochmal auszumachen. Das hat aber anscheinend funktioniert. Oh, die Tür lässt sich öffnen. Okay, liebe Leute, ich denke, das sollte für den ersten Part reichen. Und dann werden wir uns im nächsten Part mal genauer in dieser alten Sägemühle umschauen. Gucken, was wir da treffen. Was dort auf uns wartet. Auf jeden Fall ein dunkler Abstieg vielleicht. So wie bei Amnesia. Ich hoffe es. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns im nächsten Part von Anna.